sammeln. Sonst Karak. Tergis. Wir können gesehen werden, wie das so ein Trupp auf unserem Weg. Und wenn der Speer stirbt, dann wissen wir, dass er fast da ist. PM. Dikei. Will ich mit dem Trupp hier noch mal versuchen. Dikei. Weil ich denke, wenn wir schnell genug angreifen, dann haben die auch keine so hohe Verteidigung. Außerdem haben Pikiniere ja einen hohen Belagerungsangriff. Na gut, neben den Irokesen den höchsten. Dekatentjes. Na gut, das ist eine Belagerungseinheit, was erwarte ich? Eigentlich sollten die ganz hinten laufen, sind auch so Artillerie eigentlich. Dikei. Dekatentjes. Dikei. Dekatentjes. Ja, wie gut das auf einmal läuft, ne? Dikei. Doi. Flop. Katurats. 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 Curry Winthos. Wir haben die Irokesen dabei. Katurats. Niemand kann stoppen mit ihrem Commandment? Yes. Hunter. Una hot. Rats. Curry Winthos. Curry Winthos. Curry Winthos. Curry Winthos. Katurats. Dekatentjes. Curry Winthos. Katurats. Dekay. Mein Lieblingshobby. Curry Winthos. Katurats. Curry Winthos. Katurats. Dekatentjes. Die Dekatentjes. Dikei. Oder sie stellen sie auf. Curry Winthos. Rats. Curry Winthos. Katurats. Katurats. Dekatentjes. Schutzschilde, die schützen. Dikei. Ja. Soll's auch geben. Muss jetzt aber. Dekatentjes. Die Dekatentjes. Hätte ich gedacht, dass der Trupp ausreicht, um diese Curry Winthos. Katurats. Yes. So, Commandment. Horkester. So, entwickeln wir die Scheißposten mal weiter. Die Scheißposten.
10 Musketores zur Verteidigung. Wieso ist der immer noch Musketores? Ready! Beendet. Curry Wentos. Will wirklich jetzt nicht die Häuser alles vernichten? Dann müssen wir zum Siedler auf die Brille fahren. Ach cool, wir haben Kriegswägen. Yeah. Una Hotte. Kriegswägen. Die Briten sind besiegt. Das Lager gehört uns. Gut zu wissen. Ladebildschirm. Kolonientrümmer. Warum sollten britische Soldaten ihre eigene Kolonie angreifen? Wo ist mein Onkel? Sie nahmen ihn mit Richtung Norden. Die Angriffe waren nur Ablenkung. Erst haben sie die Truppen von der Siedlung weggelockt und dann angegriffen. Aber warum Stuart? Ich weiß warum. Der Zirkel. Meine Familie hat mächtige Feinde. Dann sind mein Stamm und meine Schwester vielleicht auch in Gefahr. Wir müssen zurück nach Neuengland. Sehe ich aber auch so. Also hinter den Angriffen hat anscheinend doch der Zirkel gesteckt, wie ich schon mal gemutmaßt habe. Okay, gut, dass ich das jetzt weiß. Dass wir das jetzt wissen. Keine neuen Karten, ich hab's verkackt. Jetzt haben wir Anpassungen, schade. Also, der Zirkel... Der will also wieder irgendwie den Jungbrunnen. Und deswegen haben sie jetzt halt hier eigentlich mal ihre eigene Kolonie platt gemacht. Ja, das ist jetzt scheiße. Aber wir rücken vor. Stuart ist entführt worden und John verdächtigt die alten Feinde seiner Familie, den Zirkel von Ossus. Die Söldner sind auf dem Weg nach Norden. Sie fürchten, dass Kenkis Schwester Nonaki in Gefahr sein könnte. Könnte. Kann die Briten nicht lange aufhalten. Halte aus, Nonaki. Wir kommen. Ja, ja. Wir haben das auch letztes Mal geschafft. Karte einfach nochmal und dann mache ich das so richtig pro-mäßig wieder so bam und gewinn. Ja, ja. Die Rettung ist schon so eine Sache. Um zum Dorf deiner Schwester zu gelangen, müssen wir an den Briten vorbei. Wir müssen eine Armee ausbilden. Und die Briten von unserer Seite aus angreifen. So. Glaube ich zumindest, die Musik gerade lauter geworden. James Gilbert. Okay, also, die Briten sind hier anscheinend so im Talkessel drin. Boah, die ist doch echt lauter geworden. Und glaube ich das nur. Irokesen, 11 von 8. Irokesen Tomahawk, Irokesen Schutzschild, Medizinmann. Könnten wir hier nicht einen hinschicken, auch kostet so viel. Angriffsstärke für Infanterie mit Reichweite. Ach, das holen wir uns doch mal. Ihre bisherigen Spieldauer. Oh, gut. Boah, Alter, ist das wirklich so laut?
kommt das gerade laut vor, aber gut. Ich mache einfach mal weiter, ne? Und wenn es wirklich zu laut ist, dann habe ich gelitten. Irokesenkrieger. Sind die zumindest gut? Kavalleriekiller. Nunaki. Kenikis Schwester, eine Mohawk. Die kann also heilen und Fern- und Nahkampf. Na gut, Nahkampf kann hier irgendwie jeder. Der James rennt oben mit seinem Trupp rum. Wenn wir keine Mauer haben, stelle ich den nochmal hierher. Bauen wir auch direkt einen Stall. Wir könnten auch vielleicht mal Goldsche brauchen, ne? Okay, immerhin können wir hier Tomahawks ausbilden. Ich glaube, wir brauchen Kanonen. Kann ich uns Kanonen schicken im nächsten Zeitalter? Schicke ich uns nur 2 Siedler. Und dann sollte das doch eigentlich gehen, oder? Ja gut, wir brauchen halt mal wieder Münzen. Das ist mal wieder hier mein tägliches Lied hier. Guck mal, was haben wir denn da? Ein Priester und ein Wundarzt. Soll ich die wirklich abschlachten? Kümmern sie aber gerade um die Toten, die lasse ich doch einfach mal. Ich meine, die können uns ja nur ein bisschen schlagen, also von daher. Sollte ich eher drauf schauen, dass wir den Außenposten da zerstören. Was gerade eine wirklich famose Idee ist, vor allem wenn es der Musketier. Weiter angreifen, egal wie hoch die Verluste sind. Wenn die Briten gegen uns kämpfen, können die Irokesen einen Angriff von der anderen Seite starten. Können. Aber ich glaube, wenn die da... Wenn wir jetzt von hier... Na ja gut, ich glaube nicht, dass da drin jetzt so richtig viele Truppen sind. So, die Typen sind da, dann holen wir uns doch schon mal hier einen Trupp. Ah, können wir uns gleich noch unseren Armbrust schützen, meine Güte. Wenn wir hier schon wieder kein Geld haben, das ist recht schlimm hier. Instant no money. Tod. Einfach ein Pfeil ins Herz und das war's dann. Okay, der Außenposten verabschiedet sich direkt. Oh, unser Canyon Key, den hat's erwischt, den Canyon Henker. Ich nenne ihn jetzt Canyon Henker. Warum? Keine Ahnung, weil ich's kann. So, öffnen wir hier mal die Türen, ne? Öffnet die Türen eurem Herzen. Naja, gut. Das sind jetzt zwar nicht die besten Truppen, aber es wird reichen. Schicken wir uns doch nochmal hier Musketiere. Wir brauchen Häuser, für die wir höchstwahrscheinlich kein Holz haben. Ja, jetzt eh nicht mehr. So, wir öffnen hier das Tor für uns. Dann lassen wir hier von der Seite gleich angreifen. Zur Not können wir in der Kaserne neue Irokesen ausbilden. Ey, nur der John sollte das tun, ihr nicht. Okay, hoppala. Was macht denn der Armbrustschütze da unten? Der soll jetzt keine Priester und Wundärzte abschlachten. So, wir sammeln hier schön EP. Wir müssen ja nicht alles vernichten, ne? Tja. Ja, gut, dann vernichten wir mal schnell die Kaserne. Irokesen öffnen sich hier auch mal schnell das Tor. Ganz genau. Alle britischen Gebäude zerstören. Na ja, gut, müssen wir jetzt jeden Rohrabschnitt zerstören? Oh, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, ey. Das wäre sonst bisschen gemein, aber ja, mei.
Ja, die ist noch dabei, sich das Tor zu öffnen.